Hi, hier ist wieder Christian und in diesem Video möchte ich euch einen Benchmark-Vergleich zwischen dem Sony Xperia M4 Aqua auf der linken Seite und dem Huawei P8 Lite auf der rechten Seite zeigen. Beide Geräte spielen in der Mittelklasse mit, das heißt, sie sind in einem Preisbereich von 250, 240 bis 270 Euro positioniert, haben ähnliche Daten und dementsprechend sind sie wirklich sehr, sehr identisch. Was die beiden zustande im Leisten sind, das zeigt jetzt dieser Benchmark-Test bzw. einige Benchmark-Tests. Dazu habe ich wieder drei heruntergeladen, Antutu, Quadrant und natürlich auch den Geekbench 3. Und während ich natürlich dann die einzelnen Benchmarks durchlaufen lasse, werde ich natürlich auch wieder ein paar Worte zu den technischen Daten los. Ich habe die Geräte neu gestartet, es befinden sich keine Anwendungen im Hintergrund und auf 1, 2 und 3 geht es auch los. Und im Grunde genommen spielt es in diesem Benchmark jetzt erstmal keine Rolle, wer zuerst fertig ist, also wer zuerst die 100% erreicht hat, sondern letztendlich spielt natürlich das Ergebnis eine entscheidende Rolle. Fangen wir mit den technischen Daten des Sony Xperia M4 Aqua an und dazu zählt natürlich auch das Display, denn je höher die Displayauflösung, desto mehr muss der Prozessor arbeiten. Beim M4 Aqua hier auf der linken Seite haben wir ein 5 Zoll Display mit einer HD-Auflösung, das heißt 1280 Pixel in der vertikalen mal 720 Pixel in der horizontalen. Als Prozessor haben wir einen Qualcomm Snapdragon 615, das ist ein Octa-Core-Prozessor, also mit 8 Kernen und die Takt mit maximal 1,8 GHz. Dann haben wir noch 2 GB RAM und 8 GB internen Speicher, der aber eher unerheblich ist für die Spiele-Performance. Von daher eigentlich ein ganz gutes Grundgerüst. Auf der rechten Seite das Huawei P8 Lite, das ist ja jetzt schon seit einigen Wochen im Handel erhältlich, ist ebenfalls mit einem 5 Zoll Display ausgestattet, also in der Diagonalen, und hat eine identische Auflösung von 1280 x 720 Pixel. Huawei setzt hierbei allerdings nicht auf einen Qualcomm Octa-Core, sondern auf einen HiSilicon Kirin 620 Octa-Core. Und dieser Octa-Core taktet auch etwas geringer, nämlich mit 1,2 GHz. Hier haben wir aber auch 2 GB Arbeitsspeicher dabei und wir haben einen internen Speicher von 16 GB. Dementsprechend sind beide Geräte eigentlich sehr identisch aufgestellt, 1,2 gegenüber 1,5 GHz, wobei man dann natürlich sehen muss, ob das wirklich so ein großer Unterschied ist, wie die Kerne angesprochen werden etc. pp. Aber die Displayauflösung, die ist identisch, das heißt im Grunde genommen haben diese Octa-Core-Prozessoren die gleiche Anzahl an Pixel herumzuschieben. Ihr seht, das dauert jetzt noch etwas. Wir sind gerade bei 54% auf dem Huawei P8 Lite. Ich werde das Video mal etwas schneller vorspulen lassen, sodass das auch etwas zügiger vorangeht. So, ihr seht es, damit sind wir am Ende unseres Benchmarks auf dem Huawei P8 Lite angelangt. Ist etwas früher fertig geworden, aber ihr habt auch gesehen, dass das Sony in den letzten Testreihen doch etwas aufgeholt hat. Wir haben hier beim Huawei P8 Lite einen Wert von 33.220 Punkten. Und wenn man hier in der Liste schaut, liegt es unterhalb des LG G3, beziehungsweise natürlich auch deutlich unterhalb des Galaxy Note 4 und des HTC One M8. Aktueller Spitzenreiter ist das Samsung Galaxy S6 bzw. S6 Edge mit um die 64.000 Punkte. Und wenn wir einen Blick auf das Sony-Gerät werfen, also auf das M4 Aqua, sehen wir hier einen Wert von 30.654 Punkten. Das heißt, das Eigengewächs, also die Eigenentwicklung von Huawei, der HiSilicon Kirin 620, ist selbst mit 1,2 GHz etwas potenter im AnTuTu-Benchmark als eben der Qualcomm Snapdragon 615, auch Octa-Core, auch 64-Bit mit 1,5 GHz. Ich gehe mal raus aus diesem Benchmark, gehe in den Task Manager, werde beide Programme mal herausschieben und schließen, sodass wir nichts mehr im Hintergrund haben und gehe gleich in den zweiten Benchmark über, in den Quadrant. Und dort lassen wir es natürlich auch zeitgleich loslaufen und erfahrungsgemäß schneidet dort der HiSilicon bzw. die Huawei-Prozessoren, die schneiden dort etwas schlechter immer ab. Das heißt, wir haben dort relativ schlechte Ergebnisse von um die 12.000, selbst beim Huawei P8, also beim großen Bruder, sodass hier sehr wahrscheinlich das Sony-Gerät etwas schneller auf Zack ist. Müssen wir mal schauen. Der Benchmark, der läuft relativ schnell durch, sodass wir auch jetzt gleich am Ende sein dürften. Und ich bin mal auf die Ergebnisse gespannt. Ich denke mal so zwischen 15.000 bis 20.000. Oder 15.000 eher dürfte realistisch sein.
gleich sind wir fertig. Das ist die letzte Sequenz. Und ja, wir möchten die Ergebnisse angezeigt bekommen. Und genau auch hier. Und zuerst schauen wir uns mal hier den Wert vom M4 Aqua an. Wir haben hier einen Wert von 18.113 Punkten. Das ist relativ gut, muss ich sagen. Und wenn wir jetzt den Wert beim P8 Lite anschauen, haben wir lediglich 9.418. Wie gesagt, also im Quadrant sind die Huawei-Produkte respektive hier diese High-Silicon-Prozessoren nicht wirklich richtig flott unterwegs, sodass hier wirklich das Sony Xperia M4 Aqua mit einem fast doppelt so hohen Wert diesen Benchmark für sich entscheidet. Jetzt gehen wir noch in den Geekbench 3 über. Der testet zwei Szenarien, nämlich einmal testet er die Single-Core-Performance und einmal die Multicore, also alle 8 Kerne. Und hier könnt ihr auch nochmal sehen, was hier verbaut ist an Hardware. Das heißt, wir haben bei beiden Geräten Android 5.0 drauf. Wir haben bei beiden Geräten ein Octa-Core, wie gesagt mit knapp 1,5 GHz beim Xperia M4 Aqua, 1,2 beim Huawei P8 Lite. Wir haben eine Adreno 405 gegenüber einer Mali 450 GPU und wir haben etwas mehr Arbeitsspeicher auf der rechten Seite mit ja, ungefähr 0,5 GB oder 0,05 GB mehr beim Huawei P8 Lite. Auch hier starten wir wieder die Benchmarks. Wie gesagt, es werden so zwei Testszenarien oder Ergebnissen hier angezeigt. Der Single-Core-Score, also das Ergebnis für den einzelnen Kern und der Multicore-Score. Und auch hier nehme ich mal wieder ein Vergleichsbild zum Samsung Galaxy S6 Edge. Da haben wir im Multicore, glaube ich, einen Wert von um die 5.400 Punkte und im Single-Core von über 3.000 Punkte. Das werden auch hier beide Geräte nicht erreichen. Das müssen sie auch noch nicht erreichen, denn sie spielen ja in einer komplett anderen Preisliga. Aber wir dürften auch hier Werte von um die 1000 im Single-Core beziehungsweise vielleicht so 2.500-3.000 im Multicore sehen. Wir sind jetzt bei beiden um die 45%, das heißt, wir sind auch hiermit gleich fertig. Und was ich eben am Anfang vergessen habe, ich werde zum Schluss nochmal den Sun Spider Browser Benchmark drüber jagen. Der gibt uns nachher einen Wert in Millisekunden aus, der uns darüber Auskunft gibt, wie schnell oder wie gut die Browser-Performance auf den einzelnen Geräten ist, also wie schnell Grafiken geladen werden, wie schnell eine Webseite mit Texten, Inhalten, Bildern geladen wird. Das ist auch ganz interessant, denn was gibt es Schlimmeres, um eine Internetseite zu laden und sie baut sich einfach nicht auf und dementsprechend schauen wir uns auch nochmal gleich den Sun Spider Browser Benchmark an. Wir sind jetzt bei knapp 80% auf der rechten Seite und obwohl ich das Sony Xperia M4 Aqua etwas später gestartet habe, ist es jetzt auch deutlich zurück, das heißt jetzt über 25%, das war eben etwas weniger. Und wir haben den ersten Wert vom P8 Lite. 589 Punkte im Single-Core-Score, also doch deutlich unter den 1000, die von mir angepeilt wurden. Aber die 2633 im Multicore-Score, wie ich das schon eigentlich vermutet habe. Auf der linken Seite haben wir 609 im Single-Core und 2377 im Multicore. Das bedeutet, wir sind hier so gut wie gleich auf. Die etwas bessere Multicore-Performance beim Huawei P8 Lite und die etwas bessere beim Xperia M4 Aqua. Ich werde nochmals beide schließen, gehe jetzt hier auf meinen Internetbrowser und dazu möchte ich eigentlich den eigenen nehmen, den die Hersteller natürlich mit ihrem Gerät anbieten. Und dort haben wir ihn. Und ihr seht, das ist das erste Mal, dass ich diesen Browser verwende. Dementsprechend muss ich mich noch anmelden. Ich gebe mal an Sun Spider. Dort haben wir ihn, den 1.0.2, das ist der aktuelle. Und wenn ich den jetzt schon mal laufen lasse, suche ich den Browser hier beim M4 Aqua. Was hier beim M4 Aqua sehr cool ist, ihr könnt eine alphabetische Sortierung vollziehen. Das heißt, ihr könnt hier wirklich sehen, wo der Browser hängt. Entweder ist er bei B wie Browser oder I wie Internet. Aber ich finde ihn gerade überhaupt nicht. Das heißt, Album, Diagnostik. Gehen wir einfach in die Suche. Machen wir es einfacher. Internet. Vielleicht auch unter Web. Auch nicht. Und ihr seht auf der rechten Seite läuft schon der Sun Spider runter, das heißt, er zählt einen Countdown von 10 nach unten und wenn er bei 0 angelangt ist, werden wir einen Wert in Millisekunden ausgegeben bekommen. Es kann natürlich auch gut sein, dass Sony hier
Chrome als Standardbrowser verwendet, weil ich finde wirklich nicht den eigenen Sony-Browser hier auf dem Gerät. Wenn ich hier nochmals alle Apps durchgehe, News, Wetter, Kontakte, Movie Creator, Filme, File Commander, To-Do Album, Dead Trigger, keine Ahnung. Es gibt keinen eigenen Sony-Browser, so wie es aussieht, deswegen nehmen wir dann hier Chrome und schauen uns einfach mal dort die Performance an. Wir haben jetzt den Sun Spider auf der rechten Seite beendet und wir gehen mal hier hinein und ziehen das etwas größer und bekommen hier einen Wert von 1562,2 Millisekunden. Das ist schlecht, das muss man wirklich sagen, das ist schon sehr, sehr schlecht. Aktuelle High-End-Geräte kommen mit einem Wert von um die 300 Millisekunden, 350 Millisekunden zurecht. Das heißt, hier sieht man dann doch einen deutlichen Unterschied zu diesen Geräten. Hier werde ich das auch jetzt starten auf der linken Seite, dementsprechend mit Chrome. Und damit das vielleicht auch ganz fair wird, führe ich das gleich auch hier nochmals mit Chrome aus. Das heißt, dementsprechend teste ich beide Benchmarks im gleichen Browser. Ich schließe dort wieder alle Anwendungen, während auf der linken Seite der Countdown heruntergezählt wird. Ich gebe hier nochmal ein Sun Spider. Und ihr seht, es geht hier im Xperia M4 Aqua etwas voran. Das heißt nur noch 2 und die 1. Und gleich dürften wir soweit sein. Ich lasse die nacheinander ablaufen, da ja ein Zugriff auf das Internet erfolgt. Das heißt, es werden Daten heruntergeladen und dementsprechend wäre es etwas unfair, wenn beide Geräte gleichzeitig starten. Hier haben wir einen Wert von 1269,1 Millisekunden. Das bedeutet, wir sind schon in der Nähe vom Huawei P8 Lite. Und wenn wir uns jetzt gleich den Wert auf der rechten Seite anschauen, kann es durchaus sein, dass sie wirklich auf einer Ebene liegen. Lasst uns jetzt schon mal zum Ergebnis kommen. Wir haben einen relativ deutlichen Unterschied gehabt in Quadranten. Das heißt, da war das Sony Xperia M4 Aqua deutlich besser, nämlich doppelt so gut mit um die 18.000 gegenüber 9.000 Punkten beim P8 Lite. Wir haben aber auf der anderen Seite auch einen etwas besseren Wert im Multicore-Score vom P8 Lite gehabt und auch einen besseren Wert im AnTuTu-Benchmark. Und das, obwohl das P8 Lite über den etwas geringer getakteten Prozessor, nämlich mit nur 1,2 GHz verfügt. Jetzt ziehen wir das auch größer. Ihr seht, 1632 Millisekunden. Also im Chrome hat sich das noch etwas verschlechtert gegenüber dem Stock-Browser vom P8 Lite. Dementsprechend ist das Sony Xperia M4 Aqua im Sun Spider Browser Benchmark etwas schneller. Das war's mit meinem Benchmark-Vergleich zwischen dem Sony Xperia M4 Aqua, das seht ihr links, auf der rechten Seite das Huawei P8 Lite. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Stellt mir Fragen, schreibt sie unten in den Kommentarbereich unterhalb des Videos. Was möchtet ihr noch sehen? Einen Spieletest mit dem M4 Aqua, vielleicht auch einen ausführlichen Test zwischen diesen beiden Geräten, da sie ja wirklich sehr identisch sind. Oder vielleicht auch einen Gaming- oder was auch sonstigen Test. Lasst es einfach los, schreibt es in die Kommentare. Würde mich freuen, wenn ihr das Video liked, beziehungsweise auch den Kanal abonniert. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.